Ein Dönerrest von vorgestern schmeiß ich nicht weg, der war teuer. Mehrwertsteuer wieder 19 statt 7%. Die Corona-Ausnahmen für die Gastronomie sind ausgelaufen. Man traut sich ja gar nicht mehr, den Döner nachts besoffen auf die Straße zu kotzen. Das ist bares Geld! Warum haben die nicht stattdessen das Chaos bei der Mehrwertsteuer beseitigt? Essen im Restaurant 19%, zum Mitnehmen 7%. Wollt ihr mich verarschen? Obst 7%, Saft aus Obst 19%, Kaffee mit Milch 19%, Latte Macchiato mit aufgeschäumter Milch 7%. Derselbe, aber mit Soja- oder Hafermilch wieder 19%. Warum? Obwohl, die Hafermilch-Honks zahlen mehr. Fantastische Idee. Ich nehme alles zurück.